Leute, wie versprochen möchte ich euch heute die fünf Fraktionen in XDefiant genauer vorstellen. Und wer ein bisschen drauf achtet, der wird schnell feststellen, da gibt es eine Menge Ähnlichkeiten mit anderen Spielen wie Apex Legends oder Call of Duty und vielleicht auch von mir aus irgendwelche anderen Games, die charakterspezifische Fertigkeiten haben, die sehr, sehr ähnlich klingen, fast eins zu eins übernommen wurden, was eine geile Sache ist, für einen Ersatz von einem Nicht-Battle-Royale-Spiel. Würde ich jetzt einfach mal sagen, da Apex Legends natürlich auch andere Modi bietet, ist es wirklich ein Top-Ersatz, wenn man gerade mal keinen Bock auf Apex Legends hat. Ich stelle euch die folgenden fünf Fraktionen vor und es werden mehrere Fraktionen noch folgen. Es werden nicht diese fünf bleiben. Im nächsten Video möchte ich euch nämlich die Roadmap von XDefiant vorstellen. Und dort werdet ihr sehen, dass wir mit einer Menge Content in den nächsten 365 Tagen gefüttert werden. Aber mehr dazu im nächsten Video. Wir starten mit der ersten Fraktion Libertad. Dann kommen die Phantoms, die ihr optisch aus dem The Vision-Universum kennen solltet. Echelon aus dem Splinter Cell-Universum optisch. Cleaners und DedSec. Also alle Fraktionen, die über kurz oder lang noch dazukommen, irgendwas mit Ubisoft. Ihr werdet sehen, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Libertad ist die erste Fraktion, die ich euch vorstellen werde. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Das sieht ziemlich nach Spanisch oder Portugiesisch aus, zumindest der Name der Fertigkeiten. Scheint Supporter-mäßig zu sein. Medico Supremo, das ist die ultimative Fähigkeit. Der Medico-Rucksack gewährt für begrenzte Zeit einen erheblichen Gesundheits- und Heilungsboost. Passive ist immer aktiv, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Espiritu de Libertad, der ansteckende Geist der Freiheit, heilt dich und Verbündete in der Nähe langsam. Und jetzt haben wir zwei Fertigkeiten. Und da ich, das habe ich im ersten Video von XDefiant von mir schon gesagt, meine Testzeit war sehr kurz, weil ich extreme Verbindungsprobleme hatte in der Beta. Ich glaube, dass die beiden Fähigkeiten, die letzten beiden Fähigkeiten, sind jeweils taktische Fähigkeiten, die wir aktiv aktivieren können. Und wir müssen, glaube ich, vor Start einer Runde eine der beiden wählen. Und ich erinnere mich so, dass in der Beta sogar mehrere waren als nur zwei. Da das aber offizielle Informationen von der Ubisoft XDefiant Seite sind, kann ich euch nur das jetzt sagen und bin mir halt nicht sicher, ob das mehr als zwei Fertigkeiten noch zusätzlich waren. Wir legen einfach mal los. Die erste taktische Fähigkeit El Remido, wirf einen lebenskraftspendenden Benzinkanister, der so lange Verbündete heilt, bis er zerstört oder deaktiviert wird. Und die zweite Fähigkeit Bio-Wiederboost, eine stärkende Welle verbessert die Gesundheit und Regeneration von dir und Verbündeten in der Nähe. Kommen wir direkt zur zweiten Charakterklasse, die Phantoms. Fraktion Phantoms. Ultimative Fähigkeit nennt sich Aegis. Kugelförmiger Plasmaschild kombiniert mit einer Elektroschrotflinte für Kämpfe auf engem Raum. Das klingt ziemlich nach Gibby-Style aus Apex Legends. Dann haben wir die passive Eigenschaft. Abgehärtete Gesundheit wurde durch individualisierte Gentherapie verbessert. Man kann es auch echt kompliziert beschreiben. Dann haben wir die beiden taktischen Fähigkeiten. Magazinbarriere. Eine elektromagnetische Barriere, die gegnerische Schüsse und Granaten abwehrt. Ebenfalls sehr, sehr bekannt aus dem Apex-Universum. Siehe Rampart. Und die letzte Fähigkeit, Blitzschild. Rüste einen taktischen Schild aus, drücke die Nahkampftaste und einen Schildstoß, um einen Schildstoß auszuführen. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Eher eine angreifende Charakterklasse, würde ich jetzt fast sagen. Oder ja, vielleicht eher defensiv. Echelon ist die dritte Fraktionsklasse. Ultimative Fähigkeit, Sonarbrille. Spüre Gegner auf und jage sie dann mit der klassischen Third Echelon 5.7 Pistole. Das ist, glaube ich, so ein Splinter Cell Style. Passive Fähigkeit. Unauffällig. Der Agent wird nicht auf der gegnerischen Minimap angezeigt. Das ist ein typischer COD-Perk, dass dein Punkt nicht auf der Minimap angezeigt wird. Mega geil. Dann haben wir die erste taktische Fähigkeit. Aufklärungsanzug. Teile die Position von Gegnern um dich herum mit deinen Teammates. Ist eine aufklärende Charakterfähigkeit auf jeden Fall. Und die letzte Fähigkeit, digitaler Ghillie-Suit, macht den Agenten fast unsichtbar. Bewegungen und Zielen verringern diesen Effekt. Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob wir dann sogar diesen Ghillie-Suit anhaben, wenn wir das aktivieren. Das ist so ein typischer Sniper-Tarnanzug, die wir aus verschiedenen COD-Teilen auch kennen. Dann haben wir Cleaner. Das ist die vorletzte Klasse. Zack, feuerfrei. Ultimative Fähigkeit,
Purifier, dieser Flammenwerfer, sorgt dafür, dass die Gegner gründlich desinfiziert werden. Und die Umschreibung für einen fetten Flammenwerfer, der alles wegröstet, finde ich mega geil. Übrigens, am Anfang des Trailers seht ihr diese Fertigkeit sogar, den Flammenwerfer. Die passive Eigenschaft, Brandmunition, ist glaube ich fast schon selbsterklärend, kennen wir leider aus zu vielen COD-Teilen schon. Brandmunition verursacht zusätzlichen Brandschaden, verringert dafür jedoch die Waffenreichweite. Und ihr seht natürlich auch im Hintergrund von fast, also ich glaube sogar von allen Fraktionen, viele, viele verschiedene Fähigkeiten. Hier zum Beispiel dieses Schild, wo du so stoßen kannst. Verbrennungsdrohne ist die vorletzte Fähigkeit, eine mit Napalm beladene Drohne, die alles auf ihrem Weg verbrennt. Und die letzte taktische Fähigkeit, Feuerbombe, verursacht mit einem Molotow-Cocktail Explosivschaden und setzt den Bereich in Brand. Ein schöner Flächenschaden. Sehr interessant. Und DedSec, die vorerst letzte Fraktionsklasse. Ultra-Fähigkeit, nennt sich die Fähigkeit so rum, deaktiviere HUD, Minikarte und Fähigkeiten von Gegnern im betroffenen Bereich, wie eine Silence Grenade. Sehr, sehr interessant. Passive Fähigkeit, Fabrikator nennt die sich. Nachdem ein Gerät eingesetzt wurde, druckt der Fabrikator ein neues. Das ist wieder so ein bisschen, wo ich mir denke, was soll es jetzt bedeuten? Ich weiß, was das für eine Fähigkeit ist. Im Endeffekt ist es so, du benutzt zum Beispiel eine deiner Granaten. Dann hast du noch eine zweite, die sofort erzeugt wird, gedruckt wird. Könnte man in diesen Fähigkeitsbeschreibungen auch mit einem gewissen Klartext einfach reinschreiben. Das ist leider, naja, ein bisschen minimalistisch gehalten. Dann ist oft so ein bisschen Rätselraten, was da genau eigentlich passiert oder gemeint ist. Aber man kann sich so ein bisschen vorstellen. Dann haben wir eine der taktischen Fähigkeiten, Spinnenbot. Platziere einen Spinnenbot, der einen nahestehenden Feind mit einem Sprung ins Gesicht angreift und betäubt. Kenne ich zum Beispiel aus COD Black Ops 3 und Black Ops 4. Und ich glaube, der Nomad war es. Hieß der Nomad? Ich glaube, ja. Fähigkeit Nummer 4. Vier Finger übernehmen nennt sich diese Fähigkeit. Hacke die eingesetzten Fähigkeiten von Gegnern und mach sie dir zu eigen. Das heißt, du hackst den Gegner. Die Fähigkeit scheint aktiv sein zu müssen vom Gegner und dann kannst du selber diese ganze Geschichte gegen die Gegner einsetzen, um dir ein bisschen Freude zu bereiten. Ihr seht schon diese gesamten Fähigkeiten. Wenn man 6 vs. 6 spielt, könnte das eine interessante Geschichte werden und je nachdem, welchen Spielmodus wir spielen, sollte natürlich logischerweise klar sein, gibt es Charakterklassen, die für einen gewissen Spielmodus sehr, sehr effektiv sind und gewisse Charakterklassen, die eben relativ useless sind. Das ist bei Apex Legends nicht anders. Gerade in Ranked macht es Sinn, bestimmte Charakterklassen zu kombinieren und so das Maximum rausholen zu können. Und so wird es in XDefiant auch so sein, dass es bestimmt einen Haufen von Tipps und Tricks-Videos geben wird in Zukunft. Ob das jetzt von mir ist oder von der Konkurrenz, sage ich mal. Aber es gibt wahrscheinlich unzählige verschiedene Sachen, die wir kombinieren können und für die bestimmten Modi, die noch so kommen, wird das eine interessante Sache werden, bis wir da final wissen, welche Zusammenstellungen so die korrekten sind. Ladies and Gentlemen, für das ein oder andere Stottern, wie man es von mir kennt, möchte ich mich entschuldigen. Da geht es schon wieder los, mitten in der Ansprache. Ihr wisst Bescheid. Mehr von XDefiant von mir. Wenn ihr Bock habt, schaltet er wieder ein, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten gibt es natürlich weiterhin Apex-Content und GTA 6 Content bleibt natürlich auch auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.